ein kleiner Tipp zusätzlich. Ich habe das letzte Mal so gemacht, dass ich plus 4 gerechnet habe. Das ist aber nicht der kürzeste Weg. Tatsächlich ist es einfacher, wenn ich minus 15x rechne, auf beiden Seiten minus 15 abziehe, das dann vereinfache. Übrigens, ich muss, wenn ich so einen ganzen Ausdruck habe, also 15 und x und nicht nur, wenn ich nicht nur die 15 ziehen will, dann muss ich entweder das Vorzeichen hier, also das Rechenzeichen ziehen. Am Computer kann ich das auch machen, indem ich die Shift, also die Großschreibetaste, markiere. Da habe ich jetzt aus Versehen noch das Gleichheitszeichen markiert. Ja. Und mit der Shift-Taste kann ich dann also nacheinander alles markieren und dann alles nach vorne ziehen zum Beispiel. So, und das wird vereinfacht und das wird vereinfacht. Und jetzt muss ich noch durch minus 8 teilen, weil das ja der Faktor ist, der vor dem x steht. Und das kürze ich weg. Die Minus könnte ich wegkürzen. Ich könnte aber das gleich in einem Schritt machen, ist ich quasi mit minus 4 kürze und dann kommt x gleich ein halb raus. Und das ist das gleiche wie wenn ich andersherum rechne. Wir gucken uns gerade nochmal die ursprüngliche Gleichung an. Die war ja hier, ups, das war ja dieses 15 minus 4 und man könnte auch natürlich anfangen mit plus 4 zu rechnen, aber wenn ich minus 15 rechne, geht es ein bisschen schneller. Das sind wesentlich weniger Schritte, weil ich dann nicht hin und her rechnen muss.